Jeder von euch kennt bestimmt dieses Gesicht, diesen Verbrecher. Er hat Gräueltaten begangen und um den geht es heute. Ich habe nämlich davon gehört und ich habe gehört sogar, dass Frauen den verehren, weil er halt attraktiv aussieht. Aber Freunde, wir haben hier einen schlimmen Verbrecher und Mörder vor uns. Und heute gucken wir uns seine Geschichte an. Heute mal wieder True Crime mit El Maggi, dem wohl ängstlichen YouTuber auf dieser Welt. Aber Freunde, ihr wolltet mal wieder True Crime und deswegen gucken wir uns das heute an diesen Fall. Los geht's. Wusstest du, dass in den USA alle 2 Minuten eine Frau durch Gewalt stirbt? Alle 2 Minuten? Hier siehst du ein Foto eines echten Psychopathen, der herzlos das Leben 2 wunderbarer Frauen nahm. Der sieht echt aus wie ein Psychopath. Christine Melton wurde im Schlaf getötet. Er erwürgte sie mit bloßen Händen und versuchte, ihren Körper wie Müll zu entsorgen. Diana Ruiz, eine Mutter von 2 Kindern, wurde brutal von einem Auto überfahren und zu einem blutigen Brei zerquetscht. Er tat dies mit Vergnügen und prahlte mit den Details. Okay, absichtlich. Also die eine vorsätzlich getötet, die andere sogar überfahren. Und dann einfach in den Sack entsorgt. Eis seiner Gräueltaten. Christine Melton war eine Schönheit mit blondem Haar, einem strahlenden Lächeln und einem guten Herzen. Mit 35 Jahren strahlte sie Lebensfreude aus und teilte sie großzügig mit allen um sie herum. Sie wurde in Illinois geboren und zeigte von klein auf eine kreative Ader. Sie liebte Malerei, Tanz und Gesang. Hinter jedem getöteten Menschen, also übrigens, das Video wird nichts für Leute mit schwachen Nerven, hinter jedem getöteten Menschen steckt halt ein Einzelschicksal, eine kreative Person mit Träumen, mit einer Familie, mit einem Umfeld, mit Gedanken, ein Individuum. Und das finde ich immer so unglaublich verrückt. Das ist nicht irgendwie ein Roboter oder irgendwie, sondern ein eigener Mensch, so wie du und ich. Und träumte davon, eines Tages eine berühmte Schauspielerin zu werden. Stattdessen fand sie Erfüllung in einfachen Freuden des Lebens. In der Schule freundete sie sich mit Stephanie an, mit der sie ihre Freundschaft über die Jahre hinweg pflegte. Okay. Und einfach ein anderer Mensch, der sie nicht mal kannte, hat einfach alles genommen, was sie hatte, nämlich ihr Leben. Das Größte, was wir haben, hat einfach eine fremde Person einfach vernichtet. Menschen, die einen anderen Menschen bewusst töten, haben es eigentlich nie wieder verdient, selber zu leben, weil sie ein ganzes Leben einfach genommen haben. Gemeinsam zogen sie nach Cape Coral in Florida, wo sie als Kellnerinnen in der Duffy's Bar arbeiteten. Kristen Melton liebte ihren Job, da er ihr ermöglichte, täglich mit Menschen zu kommunizieren und die Wärme ihres Herzens zu teilen. Ihre Angehörigen erinnerten sich an Christine Melton als einen wahren Sonnenschein, der jeden um sie herum erwärmte. Sie war eine liebevolle Tochter, Schwester, Freundin und die Lieblingstante ihrer Neffen, denen sie viel Aufmerksamkeit schenkte. Christine Melton war das Bindeglied, das ihre große Familie zusammenhielt. Sie hatte zahlreiche Talente und Hobbys. Christine Melton malte wunderschöne Landschaften, die die Häuser ihrer Freunde schmückten. Sie liebte es auch zu reisen, besonders in die Berge und an die Strände. Mich interessiert jetzt mal, wo hat sie diesen Wade Wilson, also den Mörder, wo hat sie den kennengelernt? In der Bar? Oder, weil es muss ja einen Ort geben, wo die sich zum ersten Mal gesehen haben. Und das wurde ihr zum Verhängnis. Sie fand immer einen Grund zum Lachen und Spaß, selbst an gewöhnlichen Tagen. Ihr Humor war stets treffend und witzig, was sie in Gesellschaften beliebt machte. Ihr größter Schatz war jedoch ihre Treue und die Fähigkeit, aufrichtig zu lieben. In allen Beziehungen, sei es freundschaftlich oder romantisch, gab sie sich vollständig hin. Sie träumte davon, ihre wahre Liebe zu finden, zu heiraten und eine starke Familie zu gründen. Christine Melton begeisterte sich für Ästhetik und träumte davon, ihren eigenen Schönheitssalon. Das finde ich sehr stark bei dieser True Crime Folge jetzt, dass die einfach so zeigen, dass das ein eigener Mensch war, der da einfach brutalst abgeschlachtet wurde. Ein Mensch mit Träumen, mit einer Familie, mit Umfeld, mit Emotionen und ihr wisst schon, was ich meine. Ein Mensch wie du und ich, keine Person, die irgendwie weniger wert ist oder ein Roboter ist oder irgendwie sowas, sondern, und das ist so verrückt, einfach genommen. Mit links, ich kann mit links nicht schnipsen, aber mit rechts schon, mit rechts richtig laut. Mit links kann ich nicht so laut. Ja, das ist verrückt. Also nur mal nebenbei. Ja. Zu eröffnen. Sie besuchte Kurse in Make-up und Maniküre und perfektionierte ihre Fähigkeiten in ihrer Freizeit. Trotz ihres Spaßes an Mode blieb Christine Melton im Herzen ein ruhiges und bescheidenes Mädchen. Sie suchte nicht das Rampenlicht und fühlte sich in einem vertrauten Freundeskreis wohl.
Christine Melton schätzte vertrauensvolle Gespräche und interessierte sich aufrichtig für das Leben der Menschen um sie herum. Diana Ruiz. Okay, also, das war das erste Opfer. Sehr, sehr liebe Persönlichkeit. Hat sich kreativ ausgelebt, ist einem Job nachgegangen. Und jetzt kommt das zweite Opfer. Die wurde ja überfahren, meine ich, ne? 43 Jahre alt, war die Verkörperung mütterlicher Liebe, Fürsorge und Hingabe an ihre Familie. Diese schlanke Frau mit langem dunklem Haar und einem sanften Lächeln widmete ihr Leben ihren beiden kostbarsten Menschen, ihrer jugendlichen Tochter und ihrem 5-jährigen Sohn. Sie waren 2 Kinder. Kollege, du hast nicht nur eine Frau getötet, sondern auch eine Mutter und hast einfach eine komplette Familie todesunglücklich gemacht. Ey, da entwickelt sich so viel Hass in mir, das ist so verrückt. Der Sinn ihres Daseins, für die Diana Ruiz keine Mühe, Zeit oder emotionale Wärme scheute. Sie wurde in Cape Coral in einer freundlichen kubanischen Familie geboren und wuchs dort auf. Von klein auf war sie von der Liebe ihrer Eltern umgeben, die ihr die Werte des Zusammenhalts, der gegenseitigen Hilfe und der Freude an der Kommunikation vermittelten. Diana Ruiz wuchs aktiv und gesellig auf, fand leicht Freunde und war der Mittelpunkt von Gesellschaften. Gleichzeitig zeigte sie große Verantwortung und Entschlossenheit und träumte von einer guten Ausbildung und einem würdigen Beruf. Das Schicksal schenkte ihr das wahre weibliche Glück in Form 2 wunderbarer Kinder und eines liebevollen Ehemanns. Ihre Tochter erbte die Schönheit und das sanfte Wesen ihrer Mutter, während ihr Sohn ihren Lebenswillen und ihre Spontanität übernahm. Diana Ruiz war stolz auf ihre Kleinen und gab alles, um sie zu wertvollen Menschen zu erziehen. Sie unterstützte sie in allen ihren Bestrebungen, freute sich über jeden Erfolg und tröstete sie bei Problemen. Um ihren Kindern eine gute Zukunft zu sichern, arbeitete sie hart. In den letzten 5 Jahren, auch in der Bar, so wie das erste Opfer, war sie ständige Barkeeperin im örtlichen Moose Lodge Club, okay, der ihr zweites Zuhause wurde. Sie liebte. Ist das jetzt wieder so eine Horrorstory, dass der Typ in eine Bar kommt und mit denen dann so flirtet und die kennenlernen und die denken sich natürlich, ja gut, aber sie ist jetzt ja verheiratet. Oder ist das Zufall, dass die jetzt beide in der Bar gearbeitet haben? Ihren Job, weil er ihr ermöglichte, täglich mit vielen Menschen zu kommunizieren, ihnen gute Laune zu bringen und sich von ihnen mit Positivität aufzuladen. Mhm. Kollegen und Besucher erinnerten sich liebevoll an ihre Freundlichkeit, ihren Witz und ihre Fähigkeit, mit jedem gut auszukommen. Bald erschien eine weitere strahlende Seite in Diana Ruiz Leben. Das Treffen mit ihrem geliebten Ehemann Scott. Zwischen ihnen entbrannten echte Gefühle voller Zärtlichkeit, Fürsorge und Lachen. Scott war von ihrer Schönheit, Weisheit und Seelenstärke gefesselt, während sie in ihm einen zuverlässigen Lebenspartner sah. Die Liebenden planten zu heiraten und ein gemütliches Familiennest zu bauen, in dem Liebe und Harmonie herrschen. Da haben sie geplant, ja. Da kam nur leider was dazwischen. Sollten. Diana Ruiz träumte davon, mit Scott in dieser charmanten Stadt zu altern, Hand in Hand und sich an den Erfolgen ihrer Kinder und Enkel zu erfreuen. Trotz ihres glücklichen Privatlebens blieben ihre Kinder der Kern ihrer Existenz. Ihre Tochter beendete gerade die Schule und bereitete sich auf das College vor und Diana Ruiz arbeitete unermüdlich, um ihr die Möglichkeit zu geben, die gewünschte Ausbildung zu erhalten. Sie wollte, dass ihre kluge Tochter... Was denkst du als Ehemann oder als Kind über den Mörder? Was du denkst, dieser Typ hat meine Mutter. Also meine Eltern ist das Kostbarste, was ich habe in meinem Leben. Also es gibt nichts, was ich mehr liebe als meine beiden Eltern. So, und ich frage mich, was man über diesen Menschen denkt, der einem so das Leben in gewisser Weise ruiniert hat. Einfach ein fremder Typ. Und der jetzt noch weiter leben kann. Der sogar im Gericht dafür kämpft, wieder auf freien Fuß zu kommen. Da fällt dir doch nichts mehr zu ein. Oder als Ehemann. Seine große Liebe genommen. Aber wir kommen gleich ja noch, was passiert ist. Es ist jetzt ja nur die Vorstellung der beiden Opfer. Ja. Tochter Höhen erreicht und ihr Potenzial vollständig entfaltet. Sie bemühte sich auch, mehr Zeit mit ihrem kleinen Sohn zu verbringen, gemeinsam zu reisen, die Welt zu entdecken und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Mhm. Für diese beiden kleinen Herzen war Mama der Mittelpunkt des Universums. In ihrer Freizeit war sie leidenschaftlich an Handarbeiten interessiert. Sie strickte und webte mit Perlen. Ihre Produkte waren voller Liebe und Wärme, die die Frau großzügig mit ihren Verwandten teilte. Diana Ruiz kochte auch wunderbar.
Ihre typischen kubanischen Gerichte waren der Höhepunkt aller festlichen Feiern. Mit besonderer... Aber als ich jetzt gerade alles mit Shrimps... Shrimps ist... gibt... Also mit einer der leckersten Dinge, die es gibt auf dieser Erde. Freude versammelte sie die große Familie, um herzliche Kommunikation zu genießen und alle mit Fürsorge und Zärtlichkeit zu überschütten. Diana Ruiz' strahlendes Lächeln verließ nie ihr Gesicht, da sie aufrichtig, dankbar für jeden gelebten Tag war. Selbst in Trauer und Not verzweifelte diese mutige Frau nicht, sondern strahlte Hoffnung und Glauben an das Bessere aus. Ihr heller Blick und ihre ermutigenden Worte waren Heilmittel für jeden, der Trost und Unterstützung brauchte. Wade Wilson wurde im Jahr 1994... So, jetzt geht's um den Mörder, um Wade Wilson. Da ist er noch ohne Tattoos, also im Gesicht die. ...90 in eine problematische Familie von Teenagern hineingeboren. Seine biologischen Eltern waren zu jung und unreif, um ein Kind großzuziehen, also gaben sie Wade zur Adoption frei. Er kam zu einem Paar aus ihrer... Das ist unglaublich, ne, dass so wieder die Geschichte losgeht, aus problematischen Verhältnissen. Also es ist nichts Neues und muss auch nicht mehr bewiesen werden, wenn Kinder in problematischen Verhältnissen oder mit traumatisierenden Erfahrungen im Kindesalter, das hat Auswirkungen auf das Erwachsenenalter. Und wenn du oft Missbrauch erlebt hast als Kind, dann ist das die Wahrscheinlichkeit höher, wenn du selber erwachsen bist, dass du selber straffällig wirst. Die Wahrscheinlichkeit ist nur höher, ne? Wie gesagt, ist nicht in Stein gemeißelt, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ihrer Kirche, Candy und Steve Wilson, die bereits zwei Töchter hatten. Der adoptierte Sohn wuchs problematisch auf und begann schon in jungen Jahren, das Gesetz zu brechen. Seit 2010 wurde Wade mehr als 20 Mal wegen Diebstahls, Betrugs und Körperverletzung verhaftet. Er verbrachte wiederholt Zeit im Gefängnis, darunter mehr als 3 Monate kurz vor den Morden im Oktober. 20 Mal. Also für mich fällt es halt immer super schwer. Ich bin, ne, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich bin natürlich auch in ganz guten Verhältnissen groß geworden. Aber wieso man es nicht schafft, den geraden Weg einzuschlagen. Und für mich ist es ein Rätsel, wie man es nicht schafft. Einfach sich ein bisschen bemühen, sein Leben auf die Reihe kriegen. Menschen mit Respekt zu behandeln und nicht einfach zu töten, sich einen Job zu suchen, so, und einfach an sich zu arbeiten, Sport zu machen oder was, also, wie kann man nicht, also wie schafft man es immer wieder rückfällig, also es ist einfach, wahrscheinlich rede ich, ist das zu leicht für mich, aber es ist super schwierig einfach für mich zu verstehen, aber ich versuche es zu verstehen, so, ne? Auch in Beziehungen zu Frauen zeigte Wade Grausamkeit. Er schlug, vergewaltigte und bedrohte seine Ex-Freundinnen. Diese beschrieben ihn als Monster, das sich als netter Kerl ausgeben konnte. Nur um klar, der hat 2 Seiten, Two-Face. Der konnte sich als netter Kerl ausgeben und es ist ja kein hässlicher Mann. Darüber sind wir uns ja einig. Und damit konnte er die Frauen um den Finger wickeln. Aber das Äußerliche zeigt nicht, was dahinter für eine Persönlichkeit sein kann. Um sie dann zu quälen. 6 Monate vor der Tragödie vereinigte sich Wade mit der 23-jährigen Melissa Mons, die seine Schläge und Betrügereien ertrug. Selbst als er im Gefängnis war, wartete Melissa auf ihn und gab ihm neue Chancen. Oh, Melissa, 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 Melissa. Ah, und Melissa ist natürlich verliebt und diese Achterbahn der Gefühle und hoch und runter. Und er kommt ins Gefängnis und macht das. Und im nächsten Video bombardiert er sie wieder mit Liebe. Und wenn er halt so mit ihren Gefühlen spielt, dadurch verliebt sie sich halt. Und selbst wo er sogar böse Sachen gemacht hat und im Gefängnis war, blieb sie bei ihm. Und das zeigt halt einfach nur diese... die sie ihren Gefühlen nachgegangen ist, aber sie muss einfach realistisch der Sache in die Augen gucken und sagen, okay, aber dieser Mann, der ruiniert mein Leben. Auch wenn ich jetzt Gefühl habe, aber ich muss hier einfach meinem Verstand nachgehen und dieser Mann tut mir nicht gut, der ruiniert mein Leben. So, aber so ist es oft. Leider Gottes, ne? Man kennt ja die Good Guy und die Bad Boy Geschichten, ne? Am Ende ist sie trotzdem bei ihm geblieben. Das Mädchen hoffte, dass seine Liebesbekundungen und Entschuldigungen für seine Aggressionen durch Drogen und psychische Störungen auf. Immer wieder gestritten, er wurde aggressiv, danach hat er sich wieder entschuldigt, sie mit Liebe bombardiert und immer hin und her. Die Achterbahnfahrt. Und das hat sie verrückt gemacht. Und so hat sie halt immer wieder ihm verziehen. Immer wieder ihm verziehen. Jeder Mensch hat sicherlich irgendwie eine zweite Chance verdient. Jeder macht mal Unsinn oder Dinge, die nicht schlau sind, weil wir sind alle Menschen und machen Fehler. Aber so nach dem 10. oder 20. Mal und wenn sie merkt, was er eigentlich für ein Mensch ist,
und das auch abzulegen, weil er ist im Erwachsenenalter. In dem Alter verändert man sich nicht mehr so krass. Ja, im Kindesalter ist das Gehirn noch sehr, sehr, sehr in der Entwicklung und da kann man noch sehr viele Veränderungen durchmachen. Oder auch in der Pubertät. Aber alles danach im Erwachsenenalter eher schwierig. Eher schwierig. Ja, und wenn er 10-mal sie geschlagen hat, dann wird das nicht auf einmal aufhören bis zum Lebensende. Aufrichtig waren. Doch bald erkannte sie, dass hinter der attraktiven Fassade eine Leere lag und dass ihr Leben in Gefahr war. Mhm. Wades Vater Steven versuchte, die Beziehung zu ihm nach der Adoption aufrechtzuerhalten. Okay, das ist sein Papa. Crazy. Trotz der Probleme mit dem Gesetz. Er gab seinem Sohn Geld und vernachlässigte dabei seine eigenen Bedürfnisse. Doch selbst die jahrelange Hingabe des Vaters konnte ihn nicht vor dem Schrecken des Monsters bewahren, zu dem sein Sohn geworden war. Steven erfüllte seine Pflicht, indem er Wade an die Polizei übergab, um andere vor Schaden zu bewahren. Krass, der hat seinen eigenen Sohn ans Messer geliefert. Entscheidende Ereignis für die blutigen Vorfälle war der 6. Oktober 2019. Oktober 2019? Also jetzt gute 5 Jahre her. Okay. An diesem Sonntagabend amüsierte sich Wade Wilson mit seiner Freundin Melissa in der Buddha Bar. Ein Streit brach zwischen ihnen aus, weil Wade die Absicht hatte, jemanden zu besuchen. Melissa weigerte sich kategorisch, was Wade in Rage versetzte. Er ging zum Auto von Melissa, angeblich um seine Sachen zu holen, setzte sich jedoch ans Steuer und floh. Melissa verbrachte die Nacht bei einer Freundin und entdeckte am Morgen 8 Anrufe von einer unbekannten Nummer, die Christine Melton gehörte. Wie sich herausstellte, hatte Wade Christine in der Buddha Bar kennengelernt. Das junge Paar fand schnell Gefallen aneinander und verließ das Lokal zusammen mit Christines Freunden. Oh, also diese klassische Geschichte. Man kennt ja diese Horrorgeschichten, wie die sich beim Feiern kennenlernt, die Frau dann mit ihm irgendwie mitgeht, auch dieses goldene Handschuh und diesen ganzen furchtbaren Kram, wenn man das kennt. Und so ist tatsächlich, während er sogar in einer Beziehung war, er hat sie nicht nur betrogen, sondern dann auch noch für irgendwelche kriminellen Sachen missbraucht, diese Frau. In der Bar kennengelernt. Der ist denn da wahrscheinlich auch alleine ab und zu gewesen und hatte mit der Barkeeperin geflirtet. Und sie, der weiß wahrscheinlich, wie er sein Two-Face, wie er seine Maske aufsetzt, attraktiv und sympathisch wirkt. Und das hat er sich zu Nutzen gemacht. Und sie hat ihm vertraut und sie fand ihn attraktiv. Und dann gehen die alle zusammen. Immerhin nicht zu zweit, sondern Freunde waren anscheinend noch dabei, wie ich jetzt verstanden habe. Also, aber das ist so verrückt. Es ist so verrückt, Leute. Sie setzten den Spaß im Haus eines neuen Bekannten, Jason, fort, wo die Leidenschaft zwischen Wade und Christine aufflammte. Als die Gruppe sich am frühen Morgen auflöste, beruhigte Christines Freundin Stephanie sie, da sie keine beunruhigenden Anzeichen verspürte und Christine Melton selbst versicherte, dass alles in Ordnung sei. Wade nutzte jedoch die Gelegenheit, die schlafende Christine zu erwürgen, sie in ein Laken zu wickeln und versuchte, sie unauffällig hinauszutragen. Was? Also die Freunde haben am frühen Morgen dann nach dem Party machen, wahrscheinlich war er auch betrunken, als er das getan hat, diese haben dann verlassen und sie hat noch gepennt. Oh, das ist so eine Horrorgeschichte. Und die liegen nebeneinander so, haben sich wahrscheinlich vergnügt. Die Stephanie, die beste Freundin, hat dem Wade auch vertraut und ist dann abgehauen. Also Stephanie ist nicht sie, ne? Stephanie, die wurde auch einmal kurz vorgestellt, das ist ihre beste Freundin. So, die ist abgehauen und er hat sie dann einfach, während sie noch schlief, einfach mit in Bettlaken, mit Kissen einfach erwürgt. Warum, Digga? Warum tötest du einen Menschen? Sorry, aber warum? Hä, gönn ihr doch das Leben und ihrem Umfeld nicht einen Menschen zu verlieren, der sehr nah ist. Digga, das ist eine ganz schön egoistische Aktion. Ey, das macht mich so sauer. Doch der steife Körper erwies sich als zu schwer, sodass der Mörder ihn einfach im Haus zurückließ, das Telefon und das Auto des Opfers stahl und verschwand. Der hat sie da liegen lassen, weil sie zu schwer war. Dann hat er noch ihr Telefon mitgenommen und ihr Auto und abgehauen und hat die da liegen lassen. Das ist so gottlos. Es ist wirklich... Oh, es macht mich richtig wütend. Wade nutzte sofort das Telefon, um sich mit Melissa zu streiten. Das nächste Opfer war die 43-jährige Diana Ruiz, die auf dem Weg zu ihrer morgendlichen Schicht im Moose Lodge Club war. Wade hielt an, um vorzugeben, sich verlaufen zu haben. Sobald Diana ins Auto stieg, griff er sie sofort an und erwürgte sie während der Fahrt. An einem abgelegenen Ort zerrte er die noch lebende Frau aus dem Auto und überfuhr sie mehrmals,
bis ihr Körper in einen blutigen Brei verwandelt war. Mehrmals, der hat die eingepackt, brutal, und das hat ja nicht mal einen Sinn, also er hatte ja nicht mal ein Motiv. Diese Frauen, die haben ihm nicht mal was angetan oder ein Motiv oder haben ihn irgendwie verletzt oder so, das waren fremde Frauen, also er hat es aus reiner Lust zum Töten getan. Und das geht nicht in meinen Kopf rein, er hat es aus reiner Lust getan, er hatte einfach Bock, jemanden zu töten. Oh, da läuft gerade eine, ja komm, ich zieh die mal in mein Auto, töte die. Die hat zwar einen Mann und zwei Kinder, ist eine liebevolle Mutter, ein liebevoller Mensch. Also da merkt man doch, dass die Welt ungerecht ist, oder? Diese Frau hat es doch nicht verdient zu sterben. Und dann überfährt er sie noch mehrmals. Freunde, ich bin so verstört, das ist wieder zu viel für mich, wirklich. Die verstümmelten Überreste ließ er in den Büschen zurück. Danach fuhr der Wade ruhig weiter, um Melissa erneut zu verprügeln. Seine Zuversicht und Straflosigkeit waren erschreckend. Dann fuhr er wieder zu seiner aktuellen Freundin und hat die auch noch verprügelt. Junge, was ist falsch mit dem? Mitten im Angriff auf seine Freundin prahlte er einem Bekannten gegenüber, dass er in der Nacht Menschen getötet habe. Als Melissa entkam, stieg Wade in Christines gestohlenes Auto und floh, was zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei führte. Offensichtlich handelte der Kriminelle impulsiv unter dem Einfluss von Wut und Erregung, ohne an die Konsequenzen zu denken. Ja, der ist jetzt nicht schlau vorgegangen. Der hat die einfach auf der Straße auch spontan, weil er Bock hat auf Töten. So, ich glaube, der hat gar nicht darüber nachgedacht. Er versteckte keine Spuren, entsorgte keine Mordwerkzeuge und prahlte mit dem, was er getan hatte. Vielleicht dämpfte die Drogeneinwirkung seine Angst vor Bestrafung oder die Lust auf Gewalt, trübte einfach seinen Verstand und trieb ihn dazu, immer wieder zu töten. Kein Wunder, dass eine seiner Ex-Freundinnen warnte, dass Wade irgendwann jemanden töten würde. Vor allem, wie er da sitzt und sich wahrscheinlich noch cool fühlt. Ja, du bist ein kranker Mucke, ey, du tötest Menschen. Wirklich ekelhaft, ekelhaft. Wirklich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Und dann war das auf TikTok, irgendwelche Edits und so, und die Frauen schreiben darunter, oh mein Gott und so, ich bin verliebt und schockverliebt und so. Ja, komm doch mit dem zusammen, ne? Weißt du, du bist den Rest des Lebens, bist du traumatisiert und wirst sehr viel Gewalt erfahren. Also so einen Menschen kann man einfach nicht verehren. Wenn man ihn nicht stoppt. Leider stoppte man das Monster erst, nachdem es zwei unschätzbare Leben genommen hatte. Am Tag nach der Festnahme informierte Melissa Mons die Ermittler, dass Wade sie aus dem Gefängnis angerufen hatte, um seine Liebe zu erklären, aber gleichzeitig die Morde an Christine Melton und Diana Ruiz gestanden hatte. Hat er das seiner Freundin erzählt und sie hat ihn verpfiffen? Gut. Wirklich. Petzen mag man grundsätzlich, ne, kommt drauf an immer bei was, aber wenn man Menschen getötet hat, finde ich toll, dass sie jetzt endlich Initiative ergreift und ihn verpfeift. Und er hat die Morde gestanden, ich glaube bei ihr, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie hat es dann, der Justiz erzählt. Oder er schilderte, wie er beide Frauen mit bloßen Händen erwürgte, weil er gerade Lust dazu hatte. Ja. Dieser Moment der Erleuchtung überzeugte Melissa endgültig, dass Wade ein gefährliches Monster war, das geschickt Emotionen manipulierte und Unschuld vortäuschte. In der Zwischenzeit übergab Wades Vater Steven der Polizei ein Mobiltelefon mit allen Geständnissen seines Sohnes. Forensische Analysen fanden DNA-Spuren und Fingerabdrücke von Wilson auf Christines Körper. Die Telefonhistorie beider verstorbener Frauen wies ebenfalls Anrufe von Wilson am Tag der Morde auf. Die Gesamtheit der Beweise ließ keinen Zweifel an der Ja, keine Zweifel. Der hat ja auch nicht mit Bedacht das geplant oder so, sondern es war spontan, hatte er Lust darauf. Wenn er vielleicht in einem anderen Mut an dem Morgen gewesen wäre, dann hätte er sie vielleicht nicht erwürgt. Oder wenn er in dem Auto, in dem Moment, wo die Frau da lief, vielleicht einen Anruf bekommen hätte. Oder irgendwie was im Radio lief, dann hätte er sich vielleicht anders entschieden. Das waren ganz spontane Lustmorde, weil er Bock darauf hatte. Und das ist so unglaublich erschreckend. Und die waren halt nicht geplant. DNA ist nachvollziehbar, deswegen war das wahrscheinlich ohne Zweifel, dass er es gewesen ist. Freunde, wir machen ganz kurz die Grüße, dann geht's direkt weiter mit dieser spannenden True Crime Serie. Grüße gehen raus an Simona, an Preppy, Annika und an CR7 Moments, wenn du nächstes Video auch grüßt werden willst. Genau, abonniere mich einfach und genau, kommentiere einfach dieses Video. Schuld von Wilson. Ermittler sammelten fleißig Zeugenaussagen, die volle Tiefe von Wilsons moralischem Verfall offenbarten. Seine Ex-Freundinnen berichteten von den Misshandlungen und Schlägen, die er regelmäßig zufügte. Wilson selbst prahlte arrogant mit seinen Verbrechen und drohte. Ja, der fühlt sich. Der war doch auch im Gerichtssaal. Ich habe so ein Video auf TikTok gesehen und der hat nichts bereut. Da saß du so. Ja, aber Junge, du bist nicht cool. Du bist kein krasser Macker oder Gangster oder so, weil du Menschen tötest. Das ist halt einfach ekelhaft. Drohte weiter zu töten, wenn er entkommen sollte.
Die Polizei verhinderte sogar einen weiteren Mordversuch, als ein Mithäftling Wilson bat, die Mutter seines Kindes zu töten, um einer Bestrafung wegen häuslicher Gewalt zu entgehen. Was? Ein Mithäftling hat ihn darum gebeten, die zu töten? Sorry, aber im Gefängnis, da gehen Sachen ab. Das ist unglaublich schön. Keine Ahnung, wenn man einfach weiß, dass man mit dieser so kriminellen Geschichten einfach nichts zu tun hat. Und jedem, der da draußen hier zuhört und vielleicht in irgendeiner Weise umfällt oder damit irgendwie drin ist, ja, ich bin nicht der richtige Person, aber ne, immer versuchen, sich von diesen Sachen, Taten, Menschen, Umfeld immer zu distanzieren. Ne? In Briefen an Journalisten aus dem Gefängnis schwafelte Wilson über eine Verschwörung gegen ihn und Menschen, die nicht zurückkehren würden. Einer Frau, in deren Haus er einmal eingebrochen war, schickte der Verbrecher sogar Drohungen aus dem Gefängnis. Eine Verschwörung, Wade Wilson? Eine Verschwörung? Du hast zwei Frauen getötet. Da ist nichts mit Verschwörung. Schamlos handelte er Interviews aus und versprach, Geheimnisse zu enthüllen. Doch all seine Geschichten stellten sich als Wahnvorstellungen heraus. Der hat das sogar noch genutzt, diese mediale Aufmerksamkeit noch, um sich ein bisschen zur Show zu stellen. Hat Interviews zugesagt, ja, ich werde pikante Details nennen. Natürlich sagt dann jede Presse- oder Interviewstelle sagt dann natürlich ein Interview zu. Aber damit hat man ihm einfach nur noch mehr Plattform gegeben und der hat irgendwie Stuss geredet und sich selber nur dargestellt. Das macht mich alles so sauer. Wilsons Verhalten zeigte insgesamt eine tiefe Korruption und Selbstbezogenheit. Er kümmerte sich überhaupt nicht um das Schicksal seiner Opfer oder seiner Angehörigen. Ach, juckt ihn gar nicht. Er ist so ein kranker Egoist, so ein wirklich im Kopf völlig kranker, egoistischer Mensch. Sondern ja, Mensch, wenn es überhaupt noch Monster, würde ich eher sagen. Also Mensch sagt ja menschlich und Menschlichkeit, wir wissen ja alles, was Menschlichkeit ist. Das ist genau das Gegenteil von dem. Und deswegen, ich weiß nicht, ob Mensch eine richtige Bezeichnung für dieses Wesen ist. Nur um seine eigene Haut. Der Prozess gegen Wade Wilson dauerte unterbrochen 5 Jahre. Die Gerichtsverhandlungen wurden immer wieder verschoben. Wilson erhielt kontinuierlich Ablehnungen für absurde Anträge auf Kaution oder Einstellung des Verfahrens. Er hat mal mit seinen Anwälten noch alles versucht, aber also wenn man so einen Menschen wieder auf freien Fuß lässt, dann ist der Justiz einfach nicht mehr zu helfen. Der dreiste Mörder versuchte sogar, zusammen mit einem Mitgefangenen durch ein Fenster aus dem Gefängnis zu fliehen. Während dieser Zeit ließ Wilson zahlreiche Tätowierungen auf seinem Gesicht anbringen. Die Verteidigung beantragte die Erlaubnis, diese Dekorationen mit Make-up zu verdecken, um die Geschworenen nicht zu schockieren. Doch der Angeklagte weigerte sich stolz, dies zu tun. Schließlich begann im Juni 2024 die Auswahl der Geschworenen und die Anhörungen begannen. Im Gerichtssaal saß der... 5 Jahre später? Sowas zieht sich 5 Jahre später. Aber der war ja in der ganzen Zeit natürlich dann im Gefängnis. Also, aber er ist ja immer noch nicht endgültig verurteilt. 30-jährige Wade Wilson, der dem selbstbewussten Macho aus den Bars nicht mehr ähnelte. Sein Gesicht war mit unheimlichen Tätowierungen bedeckt. Seine Augen huschten umher und seine Lippen verzogen sich zu... Er denkt halt, er ist der Joker mit seinen Tattoos und so. ...zu unpassenden Lächeln. Sein gesamtes Erscheinungsbild strahlte etwas Wildes und Ungezähmtes aus. Und ihr sieht man doch auch an, dass sie fertig mit der Welt ist. Also das kannst du mir doch nicht erzählen, wenn du mit so einem Tier zusammen warst. Staatsanwälte bewiesen überzeugend Wilsons bösartige Absicht und seine Schuld an 2 vorsätzlichen Morden, Körperverletzung und Autodiebstahl. Besonders eindrucksvoll für die Geschworenen waren die Geständnisse des Angeklagten über die Strangulation der schlafenden Christine Melton und die blutigen Beschreibungen der Hinrichtung von Diana Ruiz. Die Verteidigung versuchte vergeblich, Wilsons Gräueltaten mit Drogeneinfluss zu rechtfertigen. Muss ich halt immer vorstellen, bei diesen Gerichtsprozessen gibt es halt wirklich Anwälte, die ihn noch verteidigen. Muss es geben, ja. Es ist ja natürlich, dass jede Partei einen Anwalt hat. Anwälte haben die Wahl, das anzunehmen, den Fall, oder halt eben nicht. Aber es gibt halt Anwälte, die sowas verteidigen und noch irgendwie darauf plädieren, ja, er war unter Drogeneinfluss. Junge, der hat eine Familienmutter brutal 3-mal überfahren oder 2-mal und einfach getötet, weil er Lust drauf hatte. Da kann man einfach nichts verteidigen. Die Beweise waren zu erdrückend. Ja, ich darf mich nicht so da reinsteigern. Das ist leider passiert und es tut mir, also mein Beileid an alle Beteiligten und ich wünsche ganz, ganz viel Kraft in dieser schwierigen Zeit und das wird auch noch Jahre andauern. Was kann ich dazu sagen, aber das ist...
ich kann mich da nur reinsteigern, weil ich bin selber ein krasser Familienmensch, hab super tolle Menschen um mich herum und also das sind meine liebsten Menschen und es ist also das wäre das Schlimmste für mich, wenn denen was zustößt. Und der Anhörungen sprachen Verwandte und Freunde der ermordeten Frauen über den Verlust. Dianas Verlobter weinte, als er die letzte Nachricht seiner Geliebten über ihre Liebe zu ihm vorlas. Der Sohn des Opfers stotterte und zitterte bei seiner Aussage. So traumatisiert war er durch den Tod seiner Mutter. Christines Freundin Stephanie bedauerte bitter, dass sie ihrer Freundin einen gnadenlosen Mörder anvertraut hatte. Die Stephanie macht sich natürlich Vorwürfe, weil die hat gesagt, nein, der ist okay, lass ihn bei dir schlafen und so. Wir hauen ab, ja? Macht euch noch ein paar schöne Stunden. Die ist abgehauen und die macht sich natürlich jetzt Vorwürfe, ne? Obwohl, ja, die ist jetzt ja auch nicht jetzt schuld dafür. Also am Ende gibt's da keine andere Schuld außer er, so, weil er ist ein verdammter Mörder. So. Wades Ex-Freundin Melissa nannte ihn offen einen Serienmörder mit leeren Augen. Die Staatsanwälte betonten, dass Wilson aus purer Mordlust tötete und die Qualen seiner Opfer auskostete. Sie argumentierten, dass die Verbrechen... Es gibt jede Fantasie auf dieser Welt. Es gibt Menschen, die morden gerne oder die haben die Fantasie, einen Menschen umzubringen. Und das ist so, also wie? Also, ja, es ist ganz schwierig. Wenn man halt nicht diese Gedanken hat oder sich nicht in diese Situation reinversetzen kann, dann ist es halt nicht zu verstehen. Nicht möglich zu verstehen. Brechen der Höhepunkt zynischer Missachtung des Lebens und Ausdruck eines tiefen Hasses auf Frauen waren. Dies zeigte sich in seinen Prahlereien über die Hinrichtungen, den detaillierten Beschreibungen des Todeskampfes der Erwürgten und den Misshandlungen der verstümmelten Körper. Ist das ein Anwalt da links oder was? Die Ankläger waren überzeugt, dass Wilson weiter töten würde, wenn man ihn nicht stoppen würde. Natürlich, das ist seine Fantasie, das ist ja eine Lust so und die früher oder später wird auf den Gedanken wieder kommen, diese Lust zu befriedigen. Im Gegensatz dazu argumentierten die Verteidiger, dass der Angeklagte ein geistig kranker Drogenabhängiger sei, der nicht in der Lage sei, Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen. Sie beantragten, Wilson nur wegen fahrlässiger Tötung zweiten Grades schuldig zu sprechen. Fahrlässige Tötung zweiten Grades? Nein! Und ihm eine Chance zur Rehabilitation zu geben. Chance für Rehabilitation. Also wenn jemand das nicht verdient hat, dann so einer. Eben. Der wo es auch vorsätzlich mit Absicht ist, nüchtern, aus Lust. Also wirklich. Der Angeklagte selbst weigerte sich auszusagen oder sich bei den Familien der Opfer zu entschuldigen. Der entschuldigt sich nicht mehr bei den Familien der Opfer. Nach 10 Stunden Beratung verkündete die Jury ein Urteil, schuldig in allen Anklagepunkten, gut, einschließlich 2 vorsätzlicher Morde. Gut. Im Gerichtssaal brachen Schreie aus. Die Angehörigen von Christine Melton und Diana Ruiz umarmten sich, gut, und freuten sich über die lang ersehnte Gerechtigkeit. Oh, ja. Oh, mein Gänsehaut, Leute, Gänsehaut. Was glaubt ihr, wenn du Familienmitglied bist oder eine ganz, ganz enge Freundin bist und einfach deinen geliebtesten Menschen verloren hast und dieser Mensch und der Anwalt plädieren auf irgendwie geminderte Strafe, fahrlässige Tötung und so. Was glaubst du, was dir ein Stein vom Herzen fällt, wenn einfach das Urteil kommt, dass dieser Mensch einfach seine gerechte Strafe bekommt und am besten nie wieder einen Fuß in die Freiheit setzen darf? Da drehst du Gänsehaut. Das ist einfach eine Befreiung in dem Moment. Boah, Leute, ich bin so drin, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Nur Wilson blieb regungslos, obwohl Tränen in seinen Augen schimmerten. Ihm drohte die härteste Strafe. Oh, Tränen! Oh, weinst du? Oh, du Armer! Du hast 2 Frauen brutal ermordet und deren Familien und Angehörige in tiefster Trauer zurückgelassen. Und jetzt weint er, weil er eine Strafe bekommen hat. Ey, Leute, sorry, da kommt eine andere Persönlichkeit in mir hoch, ne? Die Todesstrafe. Ja, hat er verdient, sorry. Aber sorry, hat er einfach verdient. Obwohl man kann sich ja, es gibt ja auch diese Diskussion über die Todesstrafe, ob es wirklich eine gerechte Strafe ist, weil er wird ja einfach dann getötet und dann ist er ja auch in dem Moment befreit. Quasi, ihr wisst, was ich meine. Ja, weil dann ist er ja erlöst. Genau, das war das Wort. Dann ist er ja auch irgendwie erlöst von der Strafe. Oder wäre es die bessere Strafe, ihn dann lebenslang bis zu seinem letzten Lebenstag einfach hinter Gittern zu stecken. Was ist halt richtig. Aber also die Erde ist auf jeden Fall ein besserer Ort ohne ihn. Das ist Fakt. Aber, ja, Todesstrafe hin oder her, so, ja. Das ist eine Debatte für sich so. Eine Woche nach dem Urteil versammelte sich die Jury erneut, um über das Schicksal des Mörders zu entscheiden.
Diesmal war die Sitzung kurz. Die Mehrheit der Geschworenen stimmte zu, dass Wade Wilson die höchste Strafe verdiente. Nach den neuen Gesetzen musste die Entscheidung nicht einstimmig sein. 8 von 12 Stimmen reichten aus. Der Richter bestätigte dieses Urteil und auf Wilson wartet eine Hinrichtung durch tödliche Injektion. Okay, also er kriegt Gift gespritzt quasi. Die Tode von Kristin Melton und Diana Ruiz durch die Hände von Wade Wilson waren ein echter Schock für ihre Angehörigen und die gesamte Gemeinde von Cape Coral. Der sinnlose und brutale Tod zweier strahlender Frauen, Mütter, Freundinnen und Kolleginnen nahm jedem, der sie kannte und liebte, ein Stück der Seele. Und wir Menschen sitzen da und trauern. Der hat einfach mit seiner dummen Fantasie, einfach aus Lust, jemanden zu töten, so viele Menschen in Trauer versetzt. Das ist, ey. Blühende Leben wurden in einem Augenblick ausgelöscht und hinterließen unbeschreiblichen Schmerz und Leere. Stephanie konnte sich nicht verzeihen, einen psychopathischen Mörder in ihren Kreis gebracht zu haben. Sie dachte ständig darüber nach. Was wäre, wenn sie in jener schicksalhaften Nacht vorsichtiger gehandelt hätte? Hätte sie... Im Nachhinein ist man immer schlauer, so sich da Vorwürfe zu machen. Klar, wäre es vermeidbar gewesen, aber am Ende des Tages ist dieser Mensch ein Mörder und hat diese Gräueltat begangen. Und dann ist niemand anders schuld oder verantwortlich als er selber. Die Christine Melton retten können? Diese Gewissensbisse quälten sie jeden Tag und überschatteten die hellen Erinnerungen an ihre Freundschaft. Christines Angehörige hatten nicht einmal die Möglichkeit, sich von ihr zu verabschieden, bis sie den verstümmelten Körper im Leichenschauhaus identifizierten. Sie flehten den Himmel um ein Wunder an und hofften, dass ein Fehler vorlag. Das ist nicht sie ist, die da auf dem im Leichenschauhaus liegt. Doch die schreckliche Wahrheit bestätigte bald, dass Christine nicht mehr war. Sie hatte einen grausamen Tod durch die Hände eines Monsters erlitten, dem sie leichtfertig vertraut hatte. Ihr Leben war in ein Vorher und Nachher gespalten und ihre Herzen waren für immer mit Trauer, Wut und Leere erfüllt. Noch schlimmer erging es Dianas Angehörigen, die 4 Tage lang nicht wussten, ob ihre geliebte Mutter, Tochter, Verlobte oder Schwester noch lebte. 4 Tage lang war das noch unklar, ob sie überhaupt tot ist oder nicht. 4 Tage wurde sie vermisst und dann wurde ihr Tod identifiziert oder klargestellt und dann, Sie riefen unzählige Male Krankenhäuser, Leichenschauhäuser und Polizeistationen an und hofften auf ein Wunder. Doch als die Hoffnung schwand, mussten sie sich mit dem Schlimmsten abfinden. Diana war einen Märtyrertod durch die Hände eines Teufels gestorben. Dianas Verlobter verlor beinahe den Verstand vor Kummer. Er gab sich die Schuld. Der arme Mann. Dieser arme Mann, Alter, der einfach nur eine Familie und ein friedliches Leben mit seiner Frau und seinen 2 Kindern leben wollte. Kaputt gemacht von so einem Vollidiot. Oh, es tut mir so weh. Es tut mir so weh, diese Schicksale zu hören. Weil er seine Geliebte an jenem tragischen Morgen nicht zur Arbeit gefahren hatte. Jetzt konnte der Mann nur noch täglich ihr Grab besuchen und bitterlich weinen, wenn er an ihre glücklichen Momente dachte. Dianas Sohn konnte kaum über seine Mutter sprechen. Jedes Wort war eine unglaubliche Anstrengung. Jede Erinnerung öffnete die Wunde in seinem Herzen wieder. Der einzige Trost für die trauernden Familien war, dass der Mörder ihrer Liebsten die härteste Strafe erleiden würde. Ja, was ist das für ein Trost? So, klar ist das irgendwo denn Gerechtigkeit, aber am Ende sind die halt trotzdem weg. Das würde die Verstorbenen nicht zurückbringen, aber es würde zumindest den Durst nach Gerechtigkeit stillen und andere vor Wilsons Opferrolle schützen. Das Urteil des Gerichts war eine gewisse Genugtuung für ihr Leid. Für Melissa Mons war das Ende dieser Geschichte ebenfalls bittersüß. Sie entkam knapp dem Schicksal, das dritte Opfer ihres wahnsinnigen Ex-Lovers zu werden, und konnte immer noch nicht begreifen, wie er so meisterhaft den Unschuldigen spielte. Die junge Frau erschauderte bei dem Gedanken, was passiert wäre. Er konnte die wahrscheinlich auch so gut manipulieren und immer wieder hatte sie mit Liebe dann vollgebombt und so und so gut manipulieren, dass sie irgendwie bei ihm blieb. Und jetzt im Nachhinein denkt sie, wie konnte ich bei diesem Menschen bleiben und ihm verzeihen? Aber wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wenn sie seinen süßen Versprechungen geglaubt und ihm eine weitere Chance gegeben hätte. Erst jetzt wurde Melissa klar,
mit welchem Raubtier sie es zu tun gehabt hatte, und sie war froh, dass sie endlich seinen Fängen entkommen war, auch wenn die emotionalen Narben sie noch lange an diese schmerzhafte Erfahrung erinnern würden. Auch der Vater von Wade erhielt seinen Anteil an moralischen Qualen. Trotz all seiner Liebe zu seinem Sohn erkannte Steven, dass er das Richtige getan hatte, indem er ihn an die Polizei übergab. Boah, das ist geil. Also auch wenn er natürlich das Kind nicht großgezogen hat und direkt früh abgegeben hat zur Adoption, weil er es nicht großziehen konnte. Das hat er vielleicht auch einfach aus Stücken getan, weil er dachte, okay, er wird dort ein besseres Leben haben, als er es ermöglichen kann, weil er selber vielleicht gar nicht mit seinem eigenen Leben klarkam. Aber er hat den moralischen Kompass am Ende, auch wenn es sein Sohn ist, hat er die Moral über dieses Gefühl, okay, das ist mein Sohn, gestellt. Und das finde ich sehr, sehr stark, dass er eingesehen hat, okay, mein Sohn ist ein Monster und es ist jetzt gerade ganz egal, ob es mein Sohn ist. Ich bin froh, dass ich ihn der Polizei ausgeliefert habe und dass er jetzt seine gerechte Strafe bekommt. Und das finde ich sehr, sehr stark von dem Vater. Andernfalls hätte Wilson weiterhin Unschuldige getötet. Richtig. Bis ihn eine Kugel gestoppt hätte. Weil zu einem gewissen Grad schützt man natürlich seine Liebsten, ja, wenn das sein Sohn ist. Zu einem gewissen Grad ist das ganz, ganz normal. Aber wenn es darum geht, dass zwei unschuldige Frauen und Familienmütter getötet werden, da ist das völlig egal, wie nah einem die Person steht, die schützt man nicht mehr. So, da bin ich, sorry, das ist eine ganz, ganz klare Ansicht von mir. Ich weiß, jetzt kommen wieder Kommentare, aber nee, wenn du jemanden wirklich liebst, dann schützt du den, egal was passiert. Nein, wenn du zwei unschuldige Menschen so brutal tötest, dann schütze ich diese Person nicht mehr, egal wie nah sie mir steht. Doch trotz der Gewissensbisse gab Steven sich die Schuld, dass er Wade nicht zu einem anständigen Menschen erziehen konnte. Vielleicht werden solche Monster mit einer schwarzen Seele geboren und keine Anstrengung kann sie reinigen. Zumindest hat die Gerechtigkeit Wilson eingeladen. Klar macht der Vater sich jetzt noch Vorwürfe, dass er ihn nicht großgezogen hat, ihn direkt ins Heim zur Adoption abgegeben hat. Und ja, der denkt sich natürlich so, okay, vielleicht ist er auch ein bisschen so durch mich geworden, ne? Denkt er sich, ne? Aber. Ja. Als die Geschworenen das Urteil über die Todesstrafe verkündeten, brach im Gerichtssaal lauter Applaus aus. Selbst der Richter konnte sich ein Lächeln kaum verkneifen, während er das Urteil verlas. Nur der Mörder selbst blieb ungerührt, als ob er immer noch keine Schuld für seine blutigen Taten fühlte. Manche glaubten jedoch, dass lebenslange Haft unter Verbrechern eine noch schlimmere Strafe für ihn gewesen wäre als der schnelle Tod durch... Ja, genau. Das ist diese typische Frage halt, dass manche Leute sagen, nein, steck doch lieber ein Leben lang hinter Gittern, dann quält er sich jetzt noch jahrelang, weil der Tod ist halt eine schnelle Erlösung. Ne? Eine Injektion. Die schreckliche Geschichte von Wade Wilson, Christine Melton und Diana Ruiz ist eine wahre... Aber jetzt, ob es jetzt Todesstrafe ist oder lebenslange Strafe, dieser Mensch ist zum Glück nicht mehr in der Freiheit und hat die Möglichkeit, noch weitere Menschen zu töten, und das ist die Hauptsache, ja. Eine Warnung an uns alle. Eine Warnung, dass das Böse hinter einer attraktiven Maske versteckt sein kann, sich als Freund und Liebhaber ausgeben kann. Eine Warnung, dass mangelnde Impulskontrolle und toxische Männlichkeit, kombiniert mit Drogen, eine tickende Zeitbombe sind. Eine Warnung, dass Gleichgültigkeit gegenüber Gewalt und die Objektifizierung von Frauen zu einer blutigen Tragödie führen können. Vielleicht wären Diana und Christine noch am Leben, wenn jemand Wade bei seinen ersten Angriffen auf Freundinnen gestoppt hätte. Wenn die Strafverfolgungsbehörden härter auf seine Schläge gegen Ex-Freundinnen reagiert hätten, hätten die nächsten Opfer nicht auf der Liste gestanden. Das stimmt, wenn er schon vorher wegen häuslicher Gewalt dran gekommen wäre. Aber wir wissen auch nicht so, was haben die Ex-Freundinnen denn ausgesagt? Haben die gesagt, was passiert ist? Gab es Zeugen? Hat die Justiz hier falsch gehandelt? Oder haben die Ex-Freundinnen auch einfach zu wenig gesagt? Wissen wir jetzt nicht. Oder gab es zu wenig Beweise? Das wissen wir leider nicht. Aber wenn sie ihn wegen häuslicher Gewalt vorher schon dran bekommen hätten, dann wären die Morde eventuell nicht passiert. Aber hätte Fahrradkette. So, ne? Das ist halt immer so. Ne? Hätte Fahrradkette. Wenn wir alle aufmerksamer gegenüber Anzeichen versteckter Aggression im Verhalten von geliebten Menschen wären, könnten wir häufiger Unglück verhindern. Mhm. Vorbeugen. Natürlich werden manche sagen, dass Wahnsinnige wie Wilson einfach unheilbar, krank und gefährlich sind und dass keine Psychotherapie, Medikamente oder... Glaube ich auch nicht. Also den könntest du therapieren, da verändert sich nicht viel. ...Erziehung ihren Blutdurst zügeln können. Aber ist es nicht zumindest einen Versuch wert, die Dämonen in einer Person mit Therapie und Mitgefühl zu bändigen? Du kannst natürlich... Vielleicht diese Fantasien kriegst du nicht aus deinem Kopf.
Menschen umzubringen oder so. Aber du kannst vielleicht zumindest ihm eine gewisse Kontrolle beizubringen, nicht das in die Tat umzusetzen. Also nicht zu morden, sich zu kontrollieren. Bevor man sie dem Henker übergibt. Schließlich ist jeder Verbrecher das Kind von jemandem und jemand wird um ihn weinen, genauso wie die Familien von Christine und Diana. Dies entbindet Wilson natürlich nicht von seiner Schuld und macht ihn nicht zu einem Opfer der Umstände. Nein, aber der Vater Steven, der ist bestimmt auch ein bisschen erschüttert, weil sein Sohn sowas erwischt und sein Sohn jetzt an der Todesstrafe erliegt. Aber er hat's ja schon gesagt, dass es trotzdem die gerechte Strafe ist und dass es in Ordnung ist. Auch wenn es sein eigener Sohn ist und das zeugt auch von Stärke. Er war sich seiner Taten voll bewusst und prahlte damit, sich über die Moral zu erheben. Solche Unmenschen verdienen es tatsächlich nicht, in einer Gesellschaft zu leben, die sie verachten. Ja. Aber sollten nicht mehr Anstrengungen unternommen werden, um sie zu stoppen, bevor sie zu Monstern werden? Ja. Diese Tragödie kann nicht rückgängig gemacht werden, aber sie muss... Aber wer soll das machen? Also die Therapieplätze sind voll. Also wenn man heutzutage einen Therapieplatz... Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen von jemandem, der so in Therapie wollte und dann so 5 Monate Wartezeit, bei welcher die jetzt nicht privat bezahlt werden müssen. Ein halbes Jahr. Die Therapieplätze sind voll. Wer will sich denn noch, und der ist ja nicht freiwillig dahingegangen, wer will sich denn Leute aussuchen, okay, der hat Probleme, wer soll sich darum kümmern? Wo sollen die Kapazitäten herkommen? Muss uns etwas lehren. Ja. Vorsichtiger im Umgang mit Fremden zu sein, auf alarmierende Veränderungen im Verhalten von geliebten Menschen zu achten, auf die ersten Anzeichen von Gewalt und Giftigkeit, in Beziehungen zu reagieren, einander zu unterstützen und gemeinsam gegen das Böse zu stehen. Doch nun bist du wieder gefragt. Lass mich deine Gedanken zu diesem Thema wissen und schreibe sie in die Kommentare. Ja, das war's mit diesem Video, Freunde. Originalvideo ist auch in der Beschreibung. Lasst gerne auch ein Abo da, einen Daumen hoch da. Vielen Dank fürs Anschauen, Leute. Hier könnt ihr mich abonnieren, hier ist mein Instagram. Hier sind 2 andere coole Videos, checkt sie ab und dann bis morgen. Ciao, ciao.